Dieses Video wird euch präsentiert von Bandwerk. Ja, ich hatte sie auf. Und es war wahrscheinlich die interessanteste Tech-Demo, die ich in meinen 13 Jahren als Technik-YouTuber erleben durfte. Leider konnte ich vor Ort nicht filmen. Das war verboten, aber ich darf mit euch drüber reden. Und genau das machen wir jetzt. Viel Spaß. Die Demo fängt damit an, dass das Vision Pro Headset für einen zugeschnitten wird. Es gibt ja viele Elemente, die man an dem Ding anpassen kann. Und angefangen hat es bei mir mit der Brille. Brillen passen in dieses Headset nicht rein, also muss ich persönlich auf die Zeiss-Linsen zurückgreifen, die magnetisch hineingeklipst werden können. Hat Apple dann auch für mich direkt erledigt. Meine Brille wurde vermessen, meine Dioptrien wurden in Erfahrung gebracht und zack, war die ganze Geschichte fertig. Ich habe auch mal gefragt, wie es für Kontaktlinsennutzer aussieht. Und da war die Antwort: Hey, wer gerne Kontaktlinsen verwendet, kann auch einfach mit denen in das Headset reinspringen. Man kann aber natürlich auch seine Kontaktlinsen rausnehmen und ebenfalls die Zeiss-Linsen verwenden. Zu den Preisen von den Linsen wollte mir niemand was sagen, genauso wenig wie zu der maximal möglichen Sehstärke. Es hat aber im direkten Gespräch den Eindruck auf mich gemacht, als wäre schon verhältnismäßig viel möglich. Also auch wenn ihr eine starke Stärke habt, habt ihr vielleicht Glück mit diesen Linsen. Als nächstes wurde mir dann ein iPhone gereicht, mit dem ich zweimal mein Gesicht abscannen sollte. Einmal auf Face ID ähnliche Art und Weise, da muss man dann so seinen Kopf so ein bisschen bewegen und dann erkennt die App, welche Größe von Lichtschutz für meinen Kopf am besten passen würde. Und beim zweiten Mal muss ich dann mein Gesicht von links nach rechts bewegen. Das funktioniert genau gleich wie beim 3D Audio Scan für AirPods und hat auch genau denselben Zweck, denn die Lautsprecher im Headset sitzen tatsächlich immer an genau derselben Stelle, können aber durch Softwareveränderung Spatial Audio auf eure Ohren anpassen. Doch dann war es endlich soweit. Ich habe mir die Brille aufgesetzt und wurde von einem letzten Konfigurationsschritt begrüßt, denn man muss auch noch das Augentracking kalibrieren. Dafür werden auf einem schwarzen Hintergrund weiße Punkte angezeigt. Die soll man mit den Augen anschauen, dann erkennt das System, wo man grob hinschaut und zack, ist die Kalibrierung fertig. Oh, und es gibt sogar noch einen Schritt, fällt mir gerade ein, denn der Abstand der Augen muss ja auch noch richtig eingestellt werden. Das macht die Brille allerdings automatisch. Die sieht ja, wo sich eure Augen befinden und die Linsen haben kleine Motoren, die fahren dann an die richtige Position und dann kann es losgehen. Das Display ging an und ganz ehrlich, Leute, ich bin hin und her gerissen. Okay, fangen wir erstmal mit dem Positiven an, und zwar den Display-Panels selbst. 23 Millionen Pixel in diesem Headset, das kann man nicht kleinreden, und es sieht genauso scharf aus, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich bin auf Pixeljagd gegangen, habe wirklich versucht, irgendwo welche zu sehen, aber einzelne Pixel, ja, kannst du eigentlich vergessen, findest du nicht mehr. Ich glaube, dass es trotzdem möglich ist, die Gesamtschärfe von diesem Panel noch weiter nach oben zu treiben, wenn man die Auflösung weiter erhöht, und dann nimmt man es einfach als noch crisper wahr. Das wird aber wahrscheinlich erst in 10 Jahren oder so nötig sein. Also fürs Erste reichen die Displays vollkommen aus. Mehr erwartet hätte ich allerdings vom Sichtfeld. Wahrscheinlich liegt es an dieser Hochglanzaufmachung in Apples Keynote und in den Werbeclips. Da fühlt es sich ja immer so an, als würde man dann die Brille aufsetzen und um einen herum ist alles Display in alle Richtungen. Aber die Realität ist eher so. Das könnt ihr zu Hause mal nachmachen, so ungefähr die Hände vor euer Gesicht halten und dann seht ihr ungefähr, was ich gesehen habe. Ja, man befindet sich nicht in einer virtuellen Realität, sondern man schaut mehr in sie hinein. Ich habe tatsächlich geschafft, im Laufe der Demo diesen Effekt ein bisschen auszublenden, also desto mehr man sich auf die Inhalte konzentriert, desto mehr blendet das Gehirn diesen Rand dann aus. Trotzdem fand ich es ein bisschen schade. Ich glaube, das ist ein Punkt, der in den nächsten Generationen noch deutlich verbessert werden kann. Ein weiterer Downer war dann aber der Komfort. Viele hatten ja schon befürchtet, dass die Kombination aus Aluminium und Glas zwar für hochwertiges Auftreten, aber nicht für ein geringes Gewicht sorgt, und ja, das stimmt. Und es ist besonders schade, wenn man bedenkt, dass sie ja sogar schon so weit gegangen sind, das Akku-Pack nochmal extern zu lösen, aber das hilft nicht ausreichend. Also mir hat das Headset nach einer Weile ein bisschen im Gesicht gedrückt und es war auch einfach etwas schwer auf dem Kopf.
nicht so schwer, dass ich jetzt sagen würde, oh, ich konnte es gar nicht genießen, es aufzuhaben. Also verstehen wir nicht falsch, das ist schon Meckern auf einem relativ hohen Niveau. Aber man muss sich ja auch überlegen, hey, ist das dieser 3.500 Euro Spatial Computer ein Gerät, das ich mehrere Stunden am Tag tragen will? Und ich würde sagen, so schade das klingt, aktuell nee, noch nicht. Dafür muss es noch leichter und noch kompakter werden. Viele von euch wollten auch wissen, wie komfortabel das Battery Pack selbst ist. Und da kann ich sagen, ey, das war wirklich komplett chillig. Das Teil ist ja ordentlich abgerundet und gleitet dadurch ganz angenehm in die Hosentasche. Ich habe sehr schnell komplett vergessen, dass es überhaupt da ist. Und auch das Kabel, das hier hinten dann hoch zum Headset läuft, ist ganz chillig so. Man verheddert sich da nie. Das läuft da einfach lang und gut ist. Das Einzige, was ich ein bisschen schade fand, ist, dass das Battery Pack wirklich immer angeschlossen sein muss, selbst wenn man Vision Pro an einer Steckdose benutzt. Denn man schließt dann nicht das Headset an die Steckdose an, sondern das Battery Pack. Das wird dann immer geladen und bepowert immer das Headset. Ja, vielleicht nicht ganz optimal. Ich will kurz anmerken, dass ich das Kabel ein bisschen unangenehmer finde. Aber nicht viel. Ich habe bisher übelst viel gemeckert. Die ganzen positiven Sachen kommen noch. Ich glaube, die Leute sitzen schon so da. Ja. Weiß ich nicht. Ja. Du konntest kein Bild von dir machen, ne, im Nachhinein. Nee, ich konnte kein Bild von dir. Ich habe ein Selfie von mir gemacht, nachdem ich das wichtigste Selfie aller Zeiten, nachdem ich die Brille auf hatte. Man hat nur ganz, 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 ganz leicht was gesehen. Bei mir war es ordentlich rot. Also wenn ich ein Selfie gemacht hätte, so, ich hätte ausgesehen wie in die meisten MetaQuest Pro User, nachdem sie das Headset absetzen. Also es drückt schon so ein bisschen ins Gesicht. Ich hatte das Gefühl, es war an sich eigentlich ganz weich, dieser Stoffteil so, aber das Gewicht kriegst du nicht weg. 500 Gramm, weißt du? Ja. Weiß ich nicht. Doch, 500 Gramm. Das wurde gesagt. Ja. Hör dich hier first. A little bit over a pound. Ich fand auch, dass es ein bisschen front heavy war. Also ja. Bei der MetaQuest hast du ja die Balance durch den Akku hinten, aber die Vision Pro liegt so, die liegt so auf deinen Wangen auf und macht so. Viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bei all diesen Kritikpunkten ist es dann eigentlich nur noch beeindruckender, dass die Brille es trotzdem geschafft hat, mich in ihren Bann zu ziehen. Denn eine Sache, die Apple richtig genailt hat, ist das generelle Tracking. Du hast diese Brille auf, die hat gefühlt mindestens 120 Hertz, also würde mich eigentlich wundern, wenn es weniger wäre. Und der Delay ist nicht zu spüren. Du bewegst deinen Kopf richtig schnell hin und her. Die Leute in dieser Hands-on-Experience haben mich dann schon so richtig so angeguckt, ey, was schüttelt der da seinen Kopf so ordentlich rum? Aber ich wollte es ans Limit treiben und das Headset ist immer mitgekommen. Und auch die ganzen Bedienelemente, die dann für das Betriebssystem eingeblendet sind, bleiben knallhart an ihrem Punkt stehen. Also man kennt es ja von manchen VR-Headsets, dass es sich dann noch vielleicht noch so ein ganz kleines Glitzebisschen bewegt. Nicht bei Vision Pro. Die Sachen bleiben, wo sie bleiben sollen. Und das hilft sehr dabei, wirklich diese Illusion aufzubauen, dass viele Dinge um dich herum schweben. Am meisten weggeflext hat mich dann aber das Betriebssystem. Bevor wir dazu kommen, möchte ich aber auch noch kurz ein dickes Dankeschön an Bandwerk, den Sponsor des heutigen Videos, raushauen. Neben Hüllen fürs iPhone, AirTags oder AirPods stellen sie vor allem richtig besondere Armbänder mit farblich passenden Adaptern für alle Apple Watch Varianten her. Es gibt liebevoll gestaltete Designs mit neuem oder Oldtimer Leder, aber auch vegane Modelle und ein Metallarmband, das aus 112 super präzise gefrästen Einzelteilen besteht. Außerdem plant Bandwerk schon jetzt fleißig Zubehör für Vision Pro. Also schaut gerne mal unten beim Link in der Videobeschreibung vorbei. Dort habe ich euch die ersten fertigen Produktseiten verlinkt und ich bedanke mich recht herzlich bei Bandwerk für die freundliche Unterstützung. Da saß ich dann also mit diesem schweren Headset auf meinem Kopf und durfte zum ersten Mal Vision OS benutzen. Und noch während die Apple-Mitarbeiter mir versucht haben zu erklären, wie ich jetzt das eine und dann das nächste Fenster öffne, war ich schon 5 Schritte weiter und habe meine Fenster überall im Raum verteilt. Es ist krass, wie intuitiv dieses Betriebssystem ist. Ich möchte nicht übertreiben, aber es ist Telepathie. Fast schon, wie das Ganze funktioniert. Also man muss ja mit den Augen auf das gucken, was man auswählen will, wie mit einem Mauszeiger. Und die Präzision ist so viel heftiger, als ich dachte. Es gibt Betriebssystem-Menü-Elemente, die wirklich klein sind. Also stell dir zum Beispiel mal so ein großes
X am Rand von so einem Fenster vor, damit man das schließen kann. Du guckst da drauf, hast es sofort fokussiert, machst einmal, Fenster geht zu. Du willst ein Fenster verschieben, ja? Dann ist so ein kleiner Balken unterhalb vom Fenster. Du guckst diesen Balken nur an, machst so, schiebst es irgendwo hin, funktioniert richtig gut. Ich hatte ein paar Bugs, möchte ich ganz ehrlich sagen. Also ich glaube, als ich mein 7. Fenster oder so versucht habe, im Raum zu verteilen und auch versucht habe, mal Fenster hintereinander zu positionieren, einfach nur um zu schauen, was dann passiert, gab es ein paar Abstürze. Aber hey, wir sind ein Jahr vor Release und trotz dieser Bugs konnte man richtig merken, dass die Gedanken, die sie sich gemacht haben, einfach smart AF sind. Ich habe auch ein bisschen damit rumexperimentiert, wie man seine Hand so halten kann, weil klar ist, die Kameras müssen ja irgendwie sehen, wie ich so mache. Und ich war schockiert, was für verrückte Positionen man einnehmen kann. Also klar, wenn du so hinter deinen Rücken die Hand hältst oder irgendwie unter deinen Arsch, so klar, da sieht die Cam's nicht mehr, da kann sie nichts machen. Aber selbst wenn du deine Hand so wegdrehst, in so eine Position, wo die Kamera eigentlich gar nicht mehr sehen kann, ob deine Finger jetzt zusammengehen oder nicht, funktioniert es einwandfrei, weil er an deiner Handbewegung erkennt, ob du jetzt gerade tippst oder nicht. Und auch das Bewegen im Raum, so ein Fenster dahin, eins dahin, es war einfach, ja, genauso wie es sein sollte. Keine große Lernkurve, sondern traumhaft. Ich fand es auch spannend zu analysieren, wie die Umgebung mit diesen Fenstern dann gemeinsam funktioniert, denn man hat ja andauernd ein Kamerabild im Headset von seiner Umgebung. Dazu kann man vielleicht auch noch mal kurz sagen, ja, wer dachte, dass Apple hier irgendwie ganz krasse Voodoo-Magie macht und man zieht das Headset aus und es fühlt sich so an, als ob man es gar nicht anhätte, weil man sieht ja noch die Welt um sich rum. Nee, so ist es nicht. Ihr müsst euch eher wie ein iPhone-Kamerabild vorstellen, das halt so groß vor euch projiziert wird. Schon gut von der Qualität. Wahrscheinlich das beste Pass-Through-System, das es überhaupt auf dem VR-Markt gibt. Aber halt immer noch ein Kamerabild. Ne? Also zum Navigieren super, räumliche Vorstellungen und so. Das hat alles geklappt. Aber man sieht, dass es eine Kamera ist. Das wird besonders deutlich, wenn sich reale Objekte mit digitalen kreuzen. Also wenn man zum Beispiel seine Hand hebt vor einem Fenster, ja, dann wird die ausgeschnitten, sodass man sie immer noch sehen kann und sie nicht hinter dem Fenster verschwindet. Allerdings passiert dieses Ausschneiden mit ein bisschen, ich sag mal, Sicherheitsabstand. Ja, da ist dann so ein kleiner Rand um die Finger noch drum und das sieht ein bisschen kräuselig aus. Nichtsdestotrotz fand ich es krass, dass sich dieses System von sehr wenig beirren lässt. Also ich habe auch mal so gemacht und so und mit meinen Fingern irgendwie mein T-Shirt so ein bisschen geriffelt, einfach mal um zu sehen, wie die Kameras darauf reagieren und die Kanten wurden eigentlich immer richtig erkannt. Ich wurde dann dazu angeregt, mich mal durch ein paar Apps zu bewegen. Ich habe zum Beispiel die Fotos-App ausprobiert und fand auch dort wieder die Steuerung echt faszinierend. Man kann mit zwei Fingern an Bilder ranzoomen, wieder rauszoomen. Diese Panoramas zu erweitern ist echt geil, vor allem weil das Panorama selbst hinter dem Fenster sitzt, das sich dann um einen herumstreckt. Also das hat alles so eine Dreidimensionalität, dass wenn man sich in dieses Fenster mit dem Kopf hineinbewegt, dass man dann noch mehr von seinem Panorama sehen kann. Und ich durfte mir eins dieser tollen Kindergeburtstagsvideos anschauen, die mit dem Headset selbst aufgenommen sind. Und ganz ehrlich, so eine Erinnerung in 3D anzuschauen, hat schon Bock gemacht. Aber ich bleib dabei, die mit dem Headset aufzunehmen, weiß ich nicht. Doch dann habe ich plötzlich einen Ton gehört. Es klingelte irgendwo rechts oben und es flog ein Fenster in mein Blickfeld aus genau der Ecke, wo der Ton herkam. Ein FaceTime-Anruf habe ich natürlich angenommen und auf einmal hatte ich einen anderen Apple-Mitarbeiter an der Strippe, der ebenfalls eine Vision Pro trug. Also als 3D-Avatar angezeigt wurde. Ich habe ja befürchtet, dass die ein bisschen seltsam sind und ja, genau so ist es auch. Also ich habe mir dieses 3D-Fenster mit diesem Avatar dann in eine Ecke gepackt, weil sich ein neues Fenster geöffnet hat, wo wir gemeinsam an einem Dokument gearbeitet haben und funktional war es schon gut und ich glaube, ich habe auch lieber so ein 3D-Avatar dann da schweben, als irgendwie einen Video-Feed von jemand, der auch eine Brille auf hat. Aber perfekt sind diese Modelle halt nicht. Die sehen schön aus, aber die Bewegungen sind so leicht unnatürlich. Der redet dann mit einem und das Gesicht macht irgendwie, ja, so eine Annäherung an Gesichtsausdrücke. Wahrscheinlich besser als die meisten 3D-Avatare, die man bisher so gesehen hat, aber ja, still,
Still room for improvement. Danach habe ich an der digitalen Krone gedreht, um mich in ein Kino zu transferieren. Und dort habe ich dann eine Runde Avatar geschaut. Und das hat richtig Bock gemacht. Vor allem, wenn man sich dann zurücklehnt, seinen Kopf gar nicht mehr so viel bewegt, sondern einfach nur staunt, wie vor allem diese riesige Leinwand entsteht. Das ist schon ganz cool und auch sehr, sehr dreidimensional. Also für so einen 3D-Film, muah. Allerdings würde ich sagen, im Kino war der Film noch geiler. Abgeschlossen habe ich meine Demo dann mit der App Dinosaur Encounter. Ich dachte erst, es wird jetzt eine ziemlich klischeehafte VR-Demo, aber ich habe mich sowas von getäuscht. Denn als erstes kam ein Schmetterling zu mir ins Wohnzimmer geflogen. Ich bin ein bisschen um den rum gelaufen, habe den kritisch beäugt, irgendwann meine Hand gehoben und er ist auf meinem Finger gelandet. Und ich schwöre euch, in dem Moment, wo er das getan hat, habe ich ihn gespürt. Das ist natürlich ein bisschen Gehirn-Voodoo. Das Gehirn weiß, ja, so müsste sich ein Schmetterling anfühlen, der da landet. Es sieht den Schmetterling, es setzt eins und eins zusammen. Aber dieses Gefühl war so echt. Das habe ich mir nicht eingebildet. Es war da. Und ich habe den Mund nicht mehr zugekriegt. Ich dachte, was ist denn jetzt los? Bis dann plötzlich der Schmetterling weggeflogen ist und der erste Dino ins Wohnzimmer gestapft kam. Auch den habe ich kritisch beobachtet, bin ein bisschen um den rum. Der hat mit seinem großen Kopf da ein bisschen Action gemacht. Und dann dachte ich mir irgendwann so, hey, vielleicht mal den Dino streicheln, oder? Hab meine Hand nach dem ausgestreckt, der wusste genau, wo ich war und hat nach meiner Hand geschnappt. Und ihr ahnt nicht wirklich, mir ging das so eiskalt den Rücken runter. Ich stand da mit diesem Headset auf dem Kopf in einem leeren Raum und machte, ich habe mich wirklich so erschrocken. Ich war so in dem Moment, das war mir, also ich kann das selber nicht erklären, wie ich mich da so auf einmal reinfühlen konnte. So, also das war, ich wusste, das ist Technik, das ist nicht echt und alles, aber der Schreck, der war echt. Aber das war's dann. Ich habe das Headset abgesetzt, musste den Raum wieder verlassen und übrig blieb ein ziemlich weirdes Gefühl. Denn nach einer Stunde in dieser virtuellen Realität hat sich die echte Realität, so blöd es klingt, irgendwie nicht mehr richtig angefühlt. Es war irgendwas off. So, als ob da sich ein Portal in eine andere Welt geöffnet hätte, die ich jetzt wieder verlassen musste, die aber irgendwie sauähnlich zu unserer echten Welt ist. Das ist wirklich schwierig zu erklären, aber ein Gefühl, das mir so noch keine andere VR-Brille gegeben hat. Also das war Gänsehaut. Trotzdem muss ich meine Begeisterung fürs Fazit wieder etwas drosseln. Denn nach der Keynote hatte ich den Eindruck, dass Vision Pro eventuell ein First-Generation-Produkt sein könnte, wie wir es noch nie erlebt haben. Eins, das wirklich alles bedenkt. Und das ist einfach nicht der Fall. Apple kocht hier auf nur mit Wasser und man merkt es. Es ist ein schweres Headset. Es hat dieses enge Sichtfeld. Es tut weh, wenn man es ein Weilchen lang trägt. Und das sind so Sachen, das plagt dieses Produkt. So 3.500 Euro dann für solche Nachteile auszugeben, das wird vielen schwierig fallen. Und es killt auch so ein bisschen dieses Argument, dass man Vision Pro ja auch einfach als Ersatz für seine Computermonitore benutzen kann. Denn klar, das wird sicherlich gut funktionieren, aber stundenlang dieses Headset aufziehen, ich weiß nicht. Aber das sind alles Dinge, die in den nächsten Generationen gefixt werden können. Und was da noch bleibt, ist die Basis, das Betriebssystem, das Bedienkonzept. Und diese Aspekte, muss ich euch ganz ehrlich sagen, da hat Apple den Nagel auf den Kopf getroffen. Es ist das intuitivste VR-Headset, das ich jemals benutzt habe. Es fühlt sich an so vielen Stellen natürlich an. Und wenn sie darauf aufbauen, wenn sie offene Lücken noch schließen, das Ding nochmal konsequent zu Ende bringen, dann könnte das in den nächsten Jahren eine ziemlich spannende Kiste werden. Aber jetzt erstmal noch nicht. Yeah.